Wer gehoben einkaufen möchte, der muss nicht unbedingt nach Berlin fahren. Hochklassige Uhren und exquisiten Schmuck gibt es direkt auf dem Cottbusser Altmarkt. Das Hause Fiedermann blickt dabei auf eine lange Tradition zurück. Meine Tante hat 61 den Laden gegründet, war schon eine Faszination als Frau damals. Und mein Onkel hat hier gelernt und ist dann mit eingestiegen und dann haben die den Laden quasi aufgebaut. Ganze 62 Jahre ist das jetzt her. Und die Begeisterung sollte sich später auch auf die Nichte des Ehepaares Fiedermann übertragen. Also es ist wirklich so, dass ich schon immer interessiert war. Also als Kind und Jugendlicher, wie was funktioniert. Also ich habe dann mal Sachen auseinandergenommen, teilweise auch wieder zusammengekriegt. Unter anderem eben auch eine etwas größere Uhr auseinandergenommen und da mein Onkel Uhrmacher war und meine Tante, musste ich hier antreten und musste beichten, dass ich das auseinandergenommen habe und nicht mehr wieder zusammengekriegt habe. Also es ist wirklich so. Die Moralpredigt habe ich mir abgeholt und dann wurde mir erklärt, wie was funktioniert und wie ich wieder zusammen. Ich musste es auch wirklich alleine wieder zusammensetzen. 1985 beginnt Heide Theuerle dann ihre Ausbildung im Familienbetrieb. 1993 macht sie ihre Meisterprüfung. 2008 übernimmt sie letztlich die Geschäftsführung. Also stand eigentlich schon immer fest, dass ich den Laden mal irgendwann übernehme. Und der traurige Umstand war, dass mein Onkel 2008 verstorben ist. Und ich war ja schon immer hier mit integriert. Also die Kunden kannten mich und ich hatte dann auch wirklich Lust, was Eigenes zu machen. Und das macht Heide Theuerle auch. Sie holt eine zweite Glashütterfirma ins Boot, spezialisiert sich außerdem zunehmend auf exquisiten Schmuck. Dabei vergisst sie zu keiner Zeit die von Onkel und Tante vorgelebte Tradition. Mein Onkel ist in erster Linie Uhrmacher gewesen. Und der hat immer gesagt, ich gucke in die Uhr rein. Und was draufsteht, ist für mich Schall und Rauch, das ist nicht wichtig. Für mich ist wichtig die Qualität drin. Und das haben wir beibehalten. Wir haben jetzt quasi Mühle mit drin, wir haben Tuttima mit drin und als Anfang dann Bruno Söhne. Das sind Firmen, die auch Familienbetriebe sind und mit denen ein tolles Zusammenarbeiten ist. Nebst Uhren für Mann und Frau hat Fiedermann auch zahllose Schmuckangebote. Und zwar für jedermann und jeden Anlass. Doch neben dem Verkauf spielen auch Reparaturarbeiten nach wie vor eine große Rolle. Wir reparieren eigentlich fast alles. Von der Großuhr angefangen über die ganz normale mechanische Uhren, über die DDR-Uhren, soweit Teile noch verfügbar sind. Also ich nehme nicht die Uhr an, auf, rein, zu, sondern es wird die Uhr sauber gemacht, es wird die Stromaufnahme gemessen, es wird die alte Batterie gemessen. Also es steckt wirklich Arbeit dahinter. Es ist nicht der schnelle Service. Ist nicht der schnelle Service und auch nicht der schnelle Verkauf. So, das ist eigentlich unser Credo. Wo repariert wird, da kauft man auch, weil es ist nämlich wichtig, dass man das, was man verkauft, auch wieder reparieren kann, wenn man Not am Mann ist oder nach den Jahren, wenn einfach die Zeit dran ist. Und deshalb haben wir uns auch mehr auf die mechanische Uhren spezialisiert, weil da sind wir halt einfach firm drin. Wir sind immer Werkstatt gewesen, in erster Linie. Aber mit dem Kunden das Verkaufen, das macht absolut Spaß, ja. Freude an der Arbeit, das ist seit jeher das Motto von Heide Theuerle. Und das überträgt sich auch auf den gesamten Laden. Es macht einfach Spaß. Es macht einfach Spaß. Ich kann das nicht erklären. Ich sag ja immer, ich habe das große Glück, jeden Tag auf Arbeit zu gehen und Spaß zu haben. Also ich habe wirklich Spaß dran. Klar, ohne Frage. Es gibt mal Tage, wo ich sage, oh Gott, heute kommt wieder so ein Berg. Aber keine Ahnung, ich habe Hilfe. Ich habe eine tolle Familie, ich habe tolle Kunden. Diese 30 Jahre haben wir nicht erreicht. Also natürlich auch erreicht mit guter Arbeit, definitiv. Aber eigentlich auch, weil wir wirklich tolle Kunden haben.
Wenn auch ihr zu einem dieser tollen Kunden werden wollt, dann schaut doch mal vorbei bei Fiedermann am Altmarkt 25.